Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Yosemite Nationalpark. Das hier ist die letzte Baufolge, so viel kann ich schon mal verraten. Allerdings wird es danach nochmal eine Besichtigung geben, wo wir dann auch die Touren fahren, also die Jurassic Tour und die Gyrosphärenfahrt und uns natürlich alles nochmal etwas genauer angucken werden. Aber jetzt gerade plane ich nochmal einen weiteren Besucherbereich. Dieser befindet sich im hinteren Teil von diesem riesengroßen Wildlife-Gehege und den grenze ich ab von dem Gehege mit den T-Rex Kingdom Tribünen. Da gibt es ja so eine Mod für das T-Rex Kingdom und davon benutze ich dann wieder die Tribünen. Das habe ich ja schon mal am Anfang von dem Park gemacht. Und hier habe ich das Ganze halt dann nochmal angewandt, weil ich die eigentlich ganz schön finde, die Mauern. Die eine Mauer habe ich hier auch etwas schräg gemacht, weil ich dann halt möchte, dass die Besucher dort auf einer Erhöhung hochlaufen können. Muss ich aber jetzt auch erstmal das Terrain noch anpassen, dementsprechend. Genau, dann können die nämlich unten nochmal aussteigen, während der Jurassic Tour. Und dann sollen die dort halt die Schräge hochlaufen können auf dieser Erhöhung. Und da kommen dann später auch noch Beobachtungstürme und sowas hin. Aber jetzt gerade ist halt erstmal so ein bisschen die Grundplanung. Denn gegenüber davon habe ich auch nochmal eine kleine Plattform für die Besucher geplant. Sieht jetzt auf den ersten Blick erstmal aus wie so eine Arena, aber das ändert sich gleich. Jetzt kann man das, glaube ich, ganz gut erkennen, so langsam. Jetzt, wo die Mauern hier wieder zum Vorschein kommen, dass das eine Plattform wird. Das Einzige, was halt hier noch gestört hat, sind die Zwischenräume zwischen der Mauer und dem Terrain innerhalb dieser Umrandung sozusagen. Da sind ja noch so kleine Lücken. Die decke ich jetzt nochmal mit solchen Platten ab. Das sind wieder die T-Rex Kingdom Tore waren das, glaube ich. Diese Seitentore, die schwarzen. Die habe ich halt jetzt hier dorthin platziert, das auf alle Seiten. Die letzte Seite seht ihr jetzt hier nochmal. Alles schön in der Reihe platziert und dann markiert und dort perfekt in die Lücke platziert. Hat auf der einen Seite noch nicht ganz gepasst, aber das habe ich dann ein bisschen rotiert. Und dann ging das auch. Dann habe ich die Mauer nochmal ein bisschen angehoben und dann erstmal probiert, eine Seilbahn von beiden Plattformen hin und her zu machen. Hat mir aber optisch nicht so gut gefallen, deswegen habe ich das wieder gelöscht. Und habe mir dann erstmal das Wegtool geschnappt und dort diese Plattform ausgefüllt. Wieder mit dem luxuriösen Weg. Einmal komplett drumherum. Und dann kamen schon die ersten Beobachtungstürme. Auf die Plattform habe ich jetzt zwei Stück platziert, die beide eigentlich perfekt in das Gehege blicken lassen. Und dann habe ich mich auch wieder an der Lagunendeko bedient. Nämlich diese gelben Bäume, die passen ja perfekt in meinen Park. Und die habe ich dann hier an die Seiten gemacht, wo keine Gebäude hinkommen. Einfach damit es ein bisschen schöner aussieht. Und da ich ja noch einen Weg brauchte, wie man hier auf diese Plattform kommt, habe ich einfach ein Eingangsgebäude mir geschnappt. Und das dient sozusagen als Tunneleingang. Man kommt sozusagen dann unterirdisch auf diese Plattform. Und das ist auch ganz praktisch, dass dort so ein Eingangsgebäude ist, weil dort spawnen ja auch Besucher. Das heißt, später, wenn der Park fertig ist und dort auch Dinosaurier sind in dem Gehege, dann kommen auch wirklich Besucher aus diesem Eingang und laufen auf der Plattform umher. Und dementsprechend habe ich jetzt hier auch nochmal zwei Besucherläden gemacht. Ich glaube, einmal essen und einmal trinken. Die habe ich auch wieder gleich, also so angepasst, wie wir es schon die ganze Zeit im Park gemacht haben, mit den gelben Bäumen und diesen Holzfassaden. Und in die Mitte kam nochmal ein Springbrunnen, auch wieder mit gelben Bäumen. Und drumherum ein paar schöne Schirme mit Sitzplätzen. Die kamen auch nochmal in die Zwischenräume zwischen den Gebäuden und dort, wo es platzmäßig ganz gut gepasst hat. Und dann war die Fläche soweit fertig. Jetzt ging es als nächstes rüber auf die andere Seite. Dort war das Prinzip relativ identisch. Da habe ich jetzt erstmal das Terrain angehoben und dann vor der Mauer wieder abgesenkt.
und dann wieder mit diesen schwarzen Mauerstücken, da hole ich mir jetzt gerade die Rotation, kann man nämlich kopieren und einfügen. Dann habe ich die wieder in eine Reihe gefügt und dann konnten wir damit wieder die Zwischenräume ausfüllen. Das habe ich wieder dann komplett durchgezogen, sodass dort keine Lücken mehr waren zwischen Terrain und Mauer. Das hier ist jetzt das letzte Stück. Das ist nochmal ein bisschen komplizierter gewesen, weil es halt für die Schräge war. Aber ging auch klar. Ich habe dann auch hier die Mauer nochmal ein bisschen erhöht. Jetzt das Terrain nochmal angepasst. Und dann dort einmal die Wege entlang geführt. Die Wegfläche wird gleich auch noch ein bisschen größer werden, aber das war jetzt erstmal so der Grundweg, damit ich das überglätten konnte und sowas. Aber jetzt mussten wir erstmal hier die Verbindung machen zwischen Torgebäude und dann der Mauer und natürlich auch dem Parkrand. Das habe ich mir dann wieder ein bisschen verschönert mit diesen braunen Türmen, die habe ich ja überall schon benutzt. Die kann man immer perfekt für diese Lücken nehmen. Und jetzt habe ich die Wegfläche etwas verbreitert. Jetzt das Ganze mit der Jurassic Tour auch noch verbunden. Und dann können die Besucher dort halt aussteigen und können dort hochlaufen. Und da kommt dann nochmal so ein kleiner Plaza hin. In die Mitte von dem Plaza habe ich dann auch nochmal einen Kreis eingezeichnet mit der anderen Wegfarbe und dann die ganze Fläche ausgefüllt. Und hier kam dann der andere Eingangsbereich, das ist sozusagen der Tunneleingang auf der anderen Seite. Das heißt, da kann man reingehen und dann kommt man auf der anderen Seite raus, so war es zumindest gedacht. Und natürlich kamen auch hier dann nochmal Beobachtungstürme hin, auch wieder in zwei Blickrichtungen. Und ansonsten noch Toiletten und wieder ein paar Besucherläden. Die habe ich dann auch noch ein bisschen verschönert mit der Wegfläche, wobei ich mir da noch nicht so ganz sicher war. Ich habe mir es halt immer von oben angeguckt. Und dann hat mir das doch nicht gefallen. Dann habe ich so probiert, hat mir auch nicht gefallen. Und letztendlich habe ich es halt alles wieder gelöscht. Und dann einfach so das Ganze ein bisschen schräg verbunden. Fand ich dann am schönsten. Und dann auch immer vom Weiten geguckt, wie so die Optik aussieht. In die Mitte habe ich wieder einen Springbrunnen gepackt mit Lampen drumherum, die ich wieder absenke. Und natürlich auch wieder ein paar Laternen. Und Sitzmöglichkeiten zwischen die beiden Beobachtungstürme. Dann noch ein paar Sitzbänke an die Ränder. Und Mülleimer dürften natürlich auch nicht fehlen. Und jetzt habe ich hier an die Ecke auch nochmal einen Turm hin platziert. Beziehungsweise erstmal die Strecke hier verbunden. Hier springe ich wieder so ein bisschen hin und her. Aber jetzt kann man das, glaube ich, ganz gut sehen. Also man kommt dann aus dem Allosaurus-Gehege und hat dann dort nochmal einen Zwischenstopp, wo man sich kurz ausruhen kann. Und von diesem Zwischenstopp kann man halt unterirdisch dann auf diese andere Plattform kommen, die wir vorhin gemacht haben.
jetzt hier das Ganze auch wieder ein bisschen dekoriert mit diesen roten Blumen, ein paar Felsen. Und dann bin ich rübergegangen auf die andere Seite bei der Plattform. Da habe ich das Terrain erstmal ein bisschen angepasst und dann nochmal Wald drumherum eingezeichnet. Und als nächstes mussten wir dann auch noch den Streckenverlauf vollenden. Jetzt hatten wir nämlich eine Rundtour. Und jetzt wurde das Ganze soweit übergeglättet. Und dann habe ich schon mal ein bisschen mit den Terrainpinseln hier gearbeitet. Ein bisschen mehr Fels da bei den Klippen eingebracht. Und auch das Ganze auch teilweise ein bisschen sandiger gemacht, gerade am Ufer und sowas. Hier habe ich sogar dann mal ein paar Dinosaurier-Skelette hinplatziert. Und dann auch Nester in diese Ecke mit Eiern. Jetzt noch wieder einige Felsen. Und dann wieder viele Büsche und Bäume natürlich. Manuell habe ich dann auch noch einige Bäume hinzugefügt. Und das war jetzt hier eigentlich schon so der Feinschliff von dem Riesengehege. Das ist ja eigentlich nur der zweite Part oder der zweite Teil des Geheges hier, den ich gerade gestalte. Den ersten hatten wir ja schon in der letzten Folge gemacht. Jetzt nochmal ein paar Bäume hier vor die Mauer. Und das war's dann. Und jetzt könnt ihr das Gehege mal in voller Pracht sehen. Das ist wirklich riesig geworden. Die fährt ja komplett die Tour entlang. Und das müssen wir jetzt noch besiedeln. Also es kommen jetzt noch einige Dinosaurier in den Park. Ich kann euch erstmal zeigen, wo die Dinosaurier überall hin können. Also hier ist ja der Stego-Bereich, dieser kleine Bereich. Das hier sind übrigens solche unsichtbaren Objekte, also solche Blockaden, sage ich mal, die man nicht sieht. Und jetzt können wir halt noch hier überall Dinosaurier platzieren. Ich fange jetzt hier unten am See an, würde ich sagen. Mit einem Sauropoden. Wie wär's denn mit dem Mamenchisaurus? Auch wieder in schönen natürlichen Farben, da hätte ich Bock drauf. Finde den schon gar nicht schlecht, den Skin. Da variieren wir mal ein bisschen mit dem Pattern. Und dann machen wir noch eine andere Hautfarbe. Die ist doch super. Ja. 4 Stück ist super. Und dann haben wir schon mal Sauropoden. Ne, ich glaube, ich nehme einen Dracorex. Den habe ich lange nicht gemacht. Ist auch eigentlich egal, wo ich die hinplatziere. Die verteilen sich hier sowieso. Da können wir eigentlich den Skin sogar fast nehmen. Der ist ganz cool. Würde ich auch gern so eine größere Herde haben. Ich will aber nicht zu bunt machen hier wieder. Ja, so ein bisschen grünlicher können wir auf jeden Fall noch gehen. War dann auch nicht wieder zu farbenfroh. So ist ganz okay. Und dann ganz rechts war eigentlich auch ganz gut. So. Oh, der braune hat mir noch gefallen. Ein bisschen dunkler. Der kann auch ruhig mal hier so ein bisschen Streifen haben. Und dann haben wir hier auch eine kleine Dracorex-Herde. Sehr, sehr schön. Dann würde ich sagen, gehen wir ein bisschen weiter höher. Wir nehmen den Sauropelter. Den habe ich lange nicht gemacht. Da mache ich auch mal ein paar jetzt. Dann noch ein bisschen grünlicher. Ja, ich mach mal 4 Stück. Das sollte eigentlich ausreichen.
Und als nächstes machen wir mal einen Hadrosaurier, nämlich den Coritosaurus. Habe ich auch ewig nicht gemacht. Da machen wir dann auch so eine kleine Herde. Die können auch ruhig ein bisschen farbenfroher jetzt sein. Bei denen finde ich das eigentlich ganz schön, wenn die sich so ein bisschen unterscheiden. So, auch 5 Stück. Jetzt müssen wir mal kurz schauen, wie das von der Besiedlung her aussieht. Hier sind die Stegos. Hier sind dann die Dracos und die Mamenchis. Und dann könnten wir eigentlich hier in die Mitte noch eine weitere Pflanzenfresser-Spezies machen. Hier kommt gleich auch noch ein Fleischfresser rein. Der wird aber an eine besondere Stelle kommen. Eigentlich fehlt jetzt hier noch... Sowas hier könnte man machen. Pachyrhino. Wir machen, glaube ich... Den mache ich, glaube ich. Oder nee, den Styraco machen wir. Der ist cool. Oh ja, den machen wir. Ja, wenn die jetzt auch ein bisschen farbenfroh sind, ist auch fein. Solange es nicht zu knallig ist. Das ist so gut. Jedes Mal denke ich mir so, was ist das? Aber das hatten wir schon mal. Ist cool, dass man die wegrammen kann. Ich mache hier mal 5 Stück. Ja, ich hätte jetzt bei den Skins mir auch noch mehr Zeit nehmen können und so, aber ich bin so eigentlich schon zufrieden. Das sieht schon nice aus. Und jetzt kommen wir nämlich nochmal in eine Ecke, die abgeschirmt ist. Die bleiben dann nämlich hier. Hier kommen die Fleischfresser hin. Hier ist auch so ein Triceratops-Skelett, das passt ganz gut. Und Eier und ein Nest. Denn hier kommen Rexies hin. Aber die Eltern mache ich gleich erst. Ich werde jetzt erstmal gucken, wie die Jungtiere aussehen. Das müsste eigentlich der hier sein. Ne, das ist der Spino, okay. Der hier ist es, okay. Oh, guck mal, wir könnten so ein Grün machen. Da machen wir nochmal ein... Beischen. Das sind die Babys. Sind winzig. Und jetzt kommen noch 2 Eltern dazu. Da müsste es doch eigentlich auch passende geben. Wenn wir hier direkt die fertigen nehmen. Guck mal, der ist doch super. Und dann noch den hier. Das sind die beiden Film-Rexies. Und dann haben wir hier auch Fleischfresser. Die bleiben dann auch hier oben in dem Gebiet, was ich ganz gut finde. Und dann sollte das eigentlich gut besiedelt sein. Also hier ist jetzt einiges los. Ist halt eine riesige Tour, die werden wir dann auch in der nächsten Folge noch fahren. Aber das soll es jetzt auch erstmal mit der letzten Baufolge von unserem Yosemite Nationalpark gewesen sein. Ich hoffe, das ganze Projekt hat euch Spaß gemacht. Falls ja, würde ich mich mega über einen Daumen freuen. Ich blende jetzt nochmal ein paar Cinematic-Aufnahmen ein von dem, was wir heute gebaut haben. Und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.